Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich weiß nicht, warum wir nicht auf unserem Camelo da sitzen, aber das wird jetzt sofort nachgeholt und weiter geht unsere Reise in Richtung dieses wunderschönen Questmarkers. Ja. Mal sehen, vielleicht, ich habe ja ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht sogar schon heute in dieser Folge, eventuell, wer weiß, mit der Hauptquest beginnen können, aber wir werden es ja sehen. So, kurz mal die Lage checken, was haben wir hier so? Ganz viele Wachen, da läuft einer rum, ich sehe es doch, da ist doch bestimmt auch einer, nein, okay, da sitzt wer, da ist ein Fragezeichen. Haben wir alle? Ist gefangen? Okay. Mhm. Dann laufen wir erstmal kurz zu Ende und schauen, was wir überhaupt mit denen machen müssen. Was? Wo? Wer spricht? Und scheiße, wer war das? Ich sehe niemanden. Hä? Ha. Naja. Habe ich mir das eingebildet? Wir werden es niemals erfahren. Aber ich muss hier irgendwie hin. Haha. Er ist natürlich dein Typen hier. Nein. So, zack, zack, zack. Hat keiner mitbekommen. Scheiße, doch, da kommen die anderen schon. Angescheißert. Ja, vielleicht sollten wir gehen. Nein, ich will erst noch das Zeug mitnehmen und jetzt können wir gehen. Tschüss. Wir haben einen coolen Speer bekommen. Laufen wir mal. Auf so viel Stress hatte ich nämlich eigentlich keinen Bock. So, so sind wir schon weg. Ja, lauft mal. Stirb, du Sau. Na gut, das nennt man wohl Ablenkung. Hier. Ein Brief auf feinem Papyrus. Ute weigert sich, mir den Dattelhof zu überlassen. Der Jaune Vlakos sagt, mein Kaufvertrag sei falsch. Er muss sterben, seine Familie auch. Lass sie wie ein Unfall aussehen, wir teilen uns den Gewinn. Vorerst können sich deine Männer in meinem Landhaus niederlassen. Denk ja nicht, meine Gastfreundschaft auszunutzen. Sophronius. Okay. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Helden. Scheiße. Ich hab eigentlich gehofft... Na! Alter, wo ist der denn hingeflogen? Okay, so. Was? Okay, wir sollten uns wieder verpissen. Wir haben ja alles, was wir wollten. Froh ist in der Nähe des Westtors. Okay, wir sollten laufen. Und zwar schneller. Tschüss. Oh, hätte ich hier aus diesem Fenster springen können. Wie doof ist das denn? Oh, egal. So, und tschüss. Brief gelesen. Die Familie muss getötet werden. Gemeine Scheiße. War ja klar, dass es sowas ist. Boah, ich hoffe, das Mädel ist nicht tot, wenn wir wieder da sind. Das wäre so zum Kotzen. Schade. Das wäre so zum Kotzen, weil ich wünsche mir schon, dass sie als Einzige überlebt. Das wäre doch einfach nur schön, okay? Aber mal sehen. Und nein, ich habe keine Ahnung, warum ich nicht unser Camelo da rufe. Ich mach's jetzt einfach nicht. Ich hab jetzt einfach damit angefangen zu laufen. Ich finde, wir laufen jetzt einfach weiter. Genießen ein bisschen dieses geile, satte Grün, Mann. Ich hoffe, das kommt im Video rüber. Aber heilige Scheiße, sind die Farbe hier geil. Ich komme zu dir, Arya. Was ist das denn? Bücherwurm. Ach, neue... Ah! Alexandria! Wir sind nach Alexandria gelaufen. Okay, stimmt. Hier steht ja auch, dass er in der Nähe des Westtores von Alexandria wohnt. Ich hätte vielleicht drauf kommen können. Ich habe gerade nicht so weit gedacht.
Was zugegebenermaßen etwas dumm ist von mir. Aber naja. Das Leben ist halt hart. Okay, Senno. Was geht? Nee, irgendwo hier. Hier, ne? Da. Uiuiui, das ist voll die Party. Da ist ja richtig was los da hinten. Schauen wir mal. Alexandria! We did it! We are in Alexandria! Boah, geil. Boah, eine richtige, große, anständige Stadt. Wie geil ist es? Huiuiui, ich will gar nicht wissen, wie viel es hier zu tun gibt. Ach, guck mal, hier ist wieder unser reisender Typ. Hi! Um Alexandria kümmern wir uns später. Wir haben ja erstmal hier diese Quest. Ich will nicht, dass diese Händler ihre dreckigen Waren so nah bei meinem Haus verkaufen. Das ist natürlich ein Problem. Ich kaufe ihnen alles ab, wenn sie ihr Geschäft woanders eröffnen. Aus dem Weg! Muss ich den töten oder was muss ich tun? Machen wir es einfach. Hey, was? Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Naja, finde und eliminiere. Ich werde Ihnen was davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Oh. Du Bastard! Wer hat mich einen Bastard genannt? Niemand nennt mich einen feigen Bastard. Moment. Okay, ich laufe. Tschüss. Du bist mir zu hart. Wow. Alter, legst du erstmal das Haus auseinander. Hilfe. Tschüss. Okay, aber wir haben die Quest gelöst. Wir müssen gar nicht mehr zu ihr zurückkehren. Das heißt, wir werden erstmal nicht erfahren, wie es ihr geht. Ich hoffe gut. Hoffen wir einfach mal, dass es ihr gut geht. So, aber wir schauen mal, ja, Stufe 10 haben wir immer noch nicht erreicht. Verdammte Scheiße. Wir kamen von hier, ne? Ach krass, so weit sind wir jetzt gelaufen. Ich würde sagen, wir teleportieren uns eben mal zurück. Wir teleportieren uns zurück, denn hier ist noch eine Quest. Und ich glaube, wenn wir die gemacht haben, dann können wir auch zu Aya. Das ist halt unsere Hauptquest. Wir müssen zu ihr. Aber diese Quest ist Level 10, deswegen warten wir. Ah, wenn ich mich hier schön strecke. Immer mal wieder, ne? Wenn ihr ganz viel am Schreibtisch sitzt und so. Immer wieder aufstehen, ein bisschen strecken. Wasser trinken nicht vergessen. Das könnte ich vielleicht mal machen. Ich rede mir hier auch den Mund pappig. So. Aber die Ladezeiten sind echt nicht geil. Aber gut. Ist halt so. Hui! Puff. Gelandet wie eine Feder, die wir ja sind. Denn wir sind Assassinen. Und Assassine ist schließlich das griechische Wort für Feder. Das stimmt nicht. Okay, hier ist die Quest. Heißt es sich im Gerät. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Quest heißt, aber wir werden es sofort erfahren, wenn wir... Mein Mann wird sterben, wenn du dich weigerst, nach ihm zu suchen. Ich habe meinen Mann seit gestern nicht mehr gesehen. Major, okay. Hilf mir, ich bezahle dich auch. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudius mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpe belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Versteckte Steuer. Das war nämlich die Quest. Flop. Finde Claudius, den verschwundenen Ehemann. Er wurde zuletzt gesehen. Schalala, haben wir ja gerade gehört. Da geht's lang. Da geht's lang. Ah, guck mal. Oh, wir können vielleicht einfach eiskalt rüberschwimmen. Vielleicht können wir ein Boot nehmen. Kann ich von dir ein Boot klauen? Gib mal dein Boot. Halte erstmal gerade. Ja, geilo! Eine Bootsfahrt, die ist lustig. In Ägypten. Eine Bootsfahrt. Moment, ich habe hier die ganze Zeit so einen Cursor auf dem Bildschirm. So.
Oh, wie geil. Da kommen wir auch auf diese Insel, wo noch ein, hier ein Aussichtspunkt ist. Total cool. Ah. Okay. So. Ziel lokalisiert. Das ging ja schnell. Wie ist denn der da hingekommen, bitte? Lebt der überhaupt noch? Ah. Vielleicht ist er ja nur gestrandet? Hehe. Ach, diese Wasserpunkte auf der Linse und so. Ah. Das wird Claudius sein. Oh oh. Ein Tier. Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Was es nicht alles gibt in Afrika. Alter, was ist denn mit dem falsch? Oh mein Gott. Alter, zwei Krokodile. Oh mein Gott. What? Okay, nein. Oh mein Gott, nein, so funktioniert das nicht. Ist der Typ besoffen? Hat der Typ sich besoffen, auf einen Stein gesetzt und glaubt, dass er jetzt in Afrika und wir sind ein sprechendes Krokodil? Was ist denn mit dem falsch? Außerdem müssen wir jetzt Krokodile töten. Wie soll ich das denn tun? Was zum heiligen Henker? What? Oh, oh, wie, oh, das ist ja nett. Antiquitätenschmuggel, eine neue Quest. Empfohlen 14. Ja, guck mal hier, wir sind auch direkt hier beim Punkt, wo wir synchronisieren können. Machen wir das doch direkt. Das ist doch nett, guck mal, wir mussten gar nicht hier hochklettern. Da haben wir uns direkt diese Mühe gespart. Das ist nett. Macht überhaupt keinen Sinn, aber danke Ubisoft. Synchronisation beendet. Töte die Krokodile, die Claudius bedrohen. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Oh nein, wir springen echt ins Wasser. Wirklich jetzt. Ui. Wie ist denn so unsere Kampfkunst unter Wasser? Hm. Oh Gott. Ich? Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Was es nicht alles gibt in Afrika. Okay, wie machen wir das jetzt? Warum seid ihr so wütend? So, ein Krokodil kriegen wir auf jeden Fall Platz. Ich glaube, dann geben wir uns einfach die Pfeile aus. Noch drei Pfeile. Keine Munition mehr. Hey, du! Hallo! Bleib, wo du bist. So. Boah, schön, das Krokodil geplündert. Jawohl. So ist das letzte hier. Da. Yeah. Krokodil bekämpfen wir unter Wasser. Können wir uns shielden? Nee, ne? Egal, es ist fast tot. Es ist fast tot. Yes. Die Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Weil er sich besoffen hat, offensichtlich. Oder wurde... Ich weiß es auch nicht. So, Claudius, was los? Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Claudius, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Oh ja, das ist ja nix. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Und da wird so glücklich sein. Vor allem, er hat richtig viele Lippenstiftflecken auf dem Gesicht. Ich glaube, das wird Stress geben, aber okay. Hier, ich will hier drauf. Ja, hier, Typ, komm auch mit drauf. Ja, lass mal den Typen rauf. Ja. Typ. Wie stehe ich denn jetzt hier auf? Okay. Gut, so funktioniert das nicht. Wo ist denn jetzt das Schiff? Ach, nee, natürlich ist das ja weg, weil wir sind ja einmal zwischendurch gestorben. Gut. Das ist ätzend. Ja, dann werden wir jetzt schwimmen müssen.
Oh, das ist auch total super mit einem Betrunkenen. Moment, da steht auch ein Schiff. Moment. Ist da jemand drin? Ja, auch. Vor allem, der Typ hängt da irgendwie rum. Was ist eigentlich bei dir falsch? Pass auf, ich habe eine Idee. Nein, 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 nicht die Idee. Nein, andersrum. Ich wollte hier raus. Lass mich mal raus. So. Ausleihen. Wie geil ist es? So, Typ, komm mal rauf. Ja, geht doch. Nein. Oh Gott. Okay, wir werden rückwärts irgendwie erstmal hier. Ach Gott, wir haben uns komplett hier rein manövriert. Oh mein Gott. So. Yes. Wuhu. Oh mein Gott, das ist ja voll schnell. Yeah. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeit. Und irgendeine Person... Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie konnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch. Meine Freunde in der Stadt werden mir das niemals glauben. Na, komm mal mit. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Ja, deiner. Also das verstehe ich nicht. Wie verheiratet? Ich bin noch Jungfrau. Zumindest glaube ich das. Na, ich will wirklich nichts mehr davon hören. Klärt das untereinander. Ah, wie schön. Aber du verstehst das nicht. Jede Frau, die ich jemals versucht habe zu... Na bitte, sei still. Ah, tut mir leid. Oh, was für ein fantastischer Dialog. Das tut mir richtig gut. Mein Kopf wird schon sehr viel klarer. Moment, freut mich. Da. Hier ist er. Hallo! Da bist du ja, mein Liebster. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen! Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, 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 geht nicht. Die töten mich. Uiuiui. Stirb! Zeig ihm, was passiert, wenn man seine Frau... Das ist aber schnell eskaliert. Bitte, hilf mir. Alter. Meine Brüder, du hast meine Brüder erschlagen. Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm. Danke. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. Oh mein Gott, ist das eskaliert. In Zukunft. Sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Wow, das ist, sehr plötzlich sehr stark eskaliert, heilige Kacke. Und Level Up! Yes, wir sind Level 10! Woohoo! Ja, damit habe ich leider doch nicht die Hoffnung eingehalten, dass wir noch in dieser Folge die Hauptquest weitermachen. Aber dafür in der nächsten erst recht, denn wir sind jetzt Level 10. Wir können das jetzt endlich angehen. Ich muss schon sagen, ich finde die Nebenquest echt cool. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass die Frau jetzt voll die krasse... Ich dachte einfach nur, der wäre, hat sich vielleicht von ihr verpisst und hat da jetzt irgendwie eine Affäre und war deswegen weg oder so. Aber dass das so abgeht, ja... Nicht schlecht. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch was. Zwar einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, was auch immer. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge Assassin's Creed Origins, die sicherlich nicht 3 Wochen auf sich warten lassen wird. Bye, bye.